Moin, du bist im Kanal Generation Outdoor, mein Name ist Alvo und heute gibt es ein neues Video meiner Reihe Leicht zu haben. Dem Format, in dem ich den günstigsten Ausrüstungsgegenstand einer Kategorie vorstelle, der noch relativ gute Bewertungen hat. Heute gucken wir uns diese Machete an und wir sind schon ein bisschen in der Zukunft. Ich habe mir die Machete schon ein bisschen angeguckt und muss auch ein bisschen lachen, denn in diesem Video erfahrt ihr, wie schlecht diese Machete wirklich ist. Viel Spaß dabei. Die günstigste Machete, die ich finden konnte auf Amazon. Gucken wir uns erstmal ein bisschen die Scheide an. Hier oben ist erstmal natürlich Plastik. Ja. Hier oben haben wir eine kleine Gürtelschlaufe. Oh, das heißt klein. Da passt sogar mein Gürtel durch. Das ist immer mir wichtig, dass große Gürtelschlaufen sind, weil dann hängt es tiefer und man kriegt auch jeden Gürtel durch. Die Tasche fühlt sich wie Stoff ein bisschen an. Mit Canvas-Scheide. Ja. Sand, ein paar Nähte lösen sich, aber nichts Essentielles. Ah, dann hier so ein bisschen vernietet die Scheide und nochmal vernäht. Also die Scheide macht für den Preis einen ganz guten Eindruck. So, dann gucken wir uns das mal an. Hier noch mit dem Plastik. Hier hinten haben wir noch Fox Outdoor Tough Kit for Tough Situations. So, hier Plastik zum Schutz. Braucht keine Sau, weg damit. Sieht nicht besonders gut an der Klinge verarbeitet aus, muss ich sagen. Sieht mir so aus wie so ein Stück ausgestanztes Metall irgendwas, was auch immer sie hier verwendet haben. Und dann auch so teilweise hier oben schlecht irgendwie ausgestanzt oder soll das angeschliffen sein? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, angeschliffen ist es nicht, oder? Alles voller Geräte, also richtig... Richtig krass. Ja, die Klinge selber ist schon mal, naja, sagen wir es mal so. Gucken wir mal, ob sie flexibel ist. Ja, das ist ja bei einer Machete immer wichtig, ja, dass eine Machete schön flexibel ist. Oh, ich höre da schon das erste Reißen. Ja, knacken meine ich. Okay, gucken wir uns mal den Griff an. Der Griff fühlt sich ein Ticken zu klein für meine Hände an. Ich habe zwar auch allerdings auch sehr große Hände. Wie soll ich das beschreiben? Das ist hier einfach nur in dem Sinne ein ausgefrästes Stück Holz, also wo so eine Kante reingefräst worden ist. Und dann wurde das da reingesandwiched sozusagen und wieder zugenietet. Die wurden nicht aufeinander geschraubt, sondern hier wurde nur so ein Stück Holz so reingefräst und dann wurde es hier so reingelegt und dann hier genietet. Ja, der Griff fühlt sich billig an, der wackelt. Wenn ich so zuhaue, dann merke ich, wie so der Griff so ein bisschen, ja jetzt auch ganz doll, wie der Griff so ein bisschen hin und her wackelt. Ja, das kann man sogar sehen. Ja. Man hier so, ich kann den Griff an der Klinge verschieben. Naja. Naja. Macht bis jetzt einen ziemlich schlechten Eindruck, aber vielleicht überrascht sie mich ja später. Ja, was soll man dazu noch sagen? Bei jedem Zuschlagen wackelt der Griff. Ich spüre das, ja, die kleinen Kanten hier, die schneiden mir in den Finger rein und ich zeige euch noch mal ganz kurz gleich, wo ich raufgeschlagen habe. Das wird nicht durchschnitten oder durchhackt, das wird einfach abgeschlagen. Da kann ich auch mit dem Fuß gegentreten. Das ist wahrscheinlich noch effektiver als das Scheißding hier. Eieiei. Oh. Was ein schrecklicher Anschliff. Da habt ihr gesehen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich habe jetzt nicht zimperlich zugeschlagen um den Ast hier. Also meine Lieblingsmachete, die macht das mit einem Schlag durch, ohne Probleme. Ja, keine Machete, die ich empfehlen kann. Ja, wie ihr auch gerade in der Nahaufnahme und im Praxistest gesehen habt, das Beste an dieser Machete ist wahrscheinlich noch die günstige Canvas-Scheide, die man sozusagen mitgeliefert bekommt. Also der Stahl ist schrecklich, ja, der Anschliff ist schrecklich, das Holz ist schrecklich. Es ist einfach alles schrecklich. Ich habe übrigens bei einigen Rezensionen gelesen, die haben diese Machete dann zu Hause noch ein bisschen
zurecht gemacht. Also man kann ja jeden Stahl relativ anschleifen, dass er irgendwann mal scharf wird. Ja, man kann den Griff ein bisschen nachschleifen, bearbeiten und so weiter und so fort. Das möchte ich aber natürlich nicht tun. Wenn ich etwas kaufe, dann möchte ich es fertig haben. Und ich sage mal so, wer da Spaß am Basteln hat, einfach mal sich ein bisschen ausprobieren will, vielleicht ist das für den gerade noch irgendwas. Aber ansonsten kauft euch das Scheißteil nicht, braucht keine Sau. Und ich verstehe auch nicht, wie da so gute Rezensionen zustande kommen. Die Leute müssen entweder keine Ahnung haben oder sehr geringe Ansprüche. Was soll man machen? Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und hat dich von einem Fehlkauf abgehalten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch ein Like da, abonniere mich, dann verpasst du kein Leicht zu haben mehr. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, tschüss.